Willkommen zurück, wir sind in der zweiten Folge von Kingdom Come Deliverance und sind im Dorf Scarlet aufgewacht im Jahre 1403 als Sohn eines Schmiedes. Und wir haben schon in der gestrigen Folge, in der letzten Folge haben wir schon uns mit anderen geschlagen, Steuern eingetrieben oder Geld eingetrieben, Ware verkauft, Ware gekauft. Und heute wollen wir uns einfach mal im Schwertkampf üben und dafür müssen wir ihn ansprechen hier. Hallo. Hey. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Daher habe ich die Verletzung. Meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Na, aber sicher doch. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferd. Oh, ich habe die Skala zur Schenke entdeckt. Sehr gut. So, ich folge ihm einfach mal. Oh, es gibt sogar Schafe. Nicht nur Pferde und Hühner, die wir in der letzten Folge gesehen haben, sondern auch Schafe. Wie schön. Ja. Nein, ich bin nicht Pops fixiert. Kein Problem. Könnt ihr auch mal vorne zeigen. Hallo. Hallo. Hallo Schafe. Los, ich scheuche euch. Oh, Kampfblatt. Okay. Ach, das da drüben sind dann die Minen. Okay. Warum auch nicht? So, wo ist er denn? Ist er endlich mal da? Ja, er ist endlich da. Hallo. Na, kann's losgehen? Ja, aber sicher doch. Ja. Gut. Der gute Heinrich mit seinem kaputten Hemd. Wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe? Okay, Schwert haben wir gezogen. Das Übungsschwert. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Ich beweg mich, beweg mich. Kampf für deinen Gegner fixiert. Du kannst deinen Kreis. Beweg mich schön. Gut. Versuch jetzt mich anzugreifen. Na, aber gerne doch. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Komm her. Mit der R2. Oh. Jawohl. Jawohl. Genau so. Gut. Ha. Naturtalent. Spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Mit R1, okay. Genau. Genau. Ja. Nicht schlecht. Nochmal. Das war's schon wieder. Sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Du kannst Angriffe zu einer Kombo aneinanderreihen. Versuche R2 oder R1. Schlecht. Nochmal. Genau so. Ja, gut. Und wieder eine Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Was ist? Das genügt. Oh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Jawohl. Du wirst über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir.
Okay. Also die Mission haben wir auch geschafft. Gleich mal gucken, was es hier jetzt gab. Nix. Okay, also wir sind hier auf Stufe 1. Oder Stufe 3 eher gesagt. Gesundheit 100, Ausdauer 120, Energie 100, Sattheit 54. Das heißt, ich habe irgendwann auch wieder Hunger. Hier gibt es auch nichts Neues. Okay, können wir weitergehen. Eine Mission haben wir noch. Da ist sie. Kaufe Bier im Wirtshaus. Na, klar. Kann ja sogar sprinten. Okay, da sind die Händler alle. Dankeschön. Was ist das hier? Getrocknete Pilze? Achso. Das sind Lebensmittel. Grüß dich, Heinrich. Grüß dich. Nein, ich will nicht handeln. Wer bist du? Ladenwache, okay. Wegen die Diebe und so. Was gibt's ja eigentlich noch in dem Dorf? Wir können uns ja hier mal ein bisschen umsehen. Mal waschen, wir haben ja geschwitzt. Du hast dich so gut gewaschen, wie es in einem Trunk geht. Ja, das. Wird überall angepflanzt. Okay, also hier gibt es nichts. Dann gehen wir mal in die Schenke. Tor ist auch zu, kommen wir nicht raus. Besen für die Stube. Ich will kein Besen. Spieler, wir können nämlich auch spielen. Schönen Tag. Und zwar Fackel. Ein Würfelspiel. Und da wollen wir mal würfeln. Ich habe heute ein paar Münzen übrig. Es gibt was Besseres, als darum zu würfeln. Ach, wie viel setzt man denn? Ich setz mal niedrig an. So. Wo ist die Erklärung? Gibt's nicht. Machen wir mal Hilfe. Gegnerfenster. Die bisher erzielten Punkte zur Zwischensumme dieser Runde. Gewählt, Gesamtsumme der eben ausgewählten Würfel. Ja. Ich werde es total vergeigen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Schau mal. Okay, also ich soll den Würfel, der Punkte gebracht hat, soll ich an die Seite legen. Aber hier hat er keiner. Er hat keiner Punkte gebracht. Punkten und fortfahren. Der bringt mir nichts. Bringen die beiden was? Nö. Nur der erste eine bringt was. Dann nehmen wir den, der bringt Punkte ein. Der würde Punkte einbringen. Der nicht. Aber der bringt Punkte ein. Oh, wir haben noch eine Eins. Oh, wir machen hier gleich Full House. Ne, ein 5er Paar, so rum. Na, ja, die bringen nichts. Verdammt! Was ist jetzt mit meinen Punkten? Gott sei mit dir, Heinrich.
Nehmen wir die drei hier. Punkten passen. Ich gehe mal auf Sicherheit. Jetzt haben wir nämlich Punkte bekommen. Also ich darf immer nur dreimal würfeln. Ach so, jetzt kann ich meinen Blickwinkel ändern. Mal sehen. Der legt aber jetzt los. So ein Pech. Okay, also das war jetzt nicht so gut. Kommt und betrachtet meine Waren. Ich habe alles, was ihr braucht. Daheim. Nee, den will ich nicht. Ich will den und ich will den. Wir haben 2000. Machen wir. Punkten und passen. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Jihi. Spielt er auch? Nö. Okay, dann gehen wir mal in die Kneipe. Und treffen da unsere Freunde. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Siegesmund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Fällt gleich die Hände vom Fass. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel... Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Ach, Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Wir haben ja alles andere schon besorgt. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's! Gib dich mit deinen Freunden zum Haus des Deutschen. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. So, gehen wir den Freunden den Angriffsplan durch. Mach mal. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht?
Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Also ich bin der Schlaue der Gruppe. So wie die ausschauen, glaube ich das sogar. So, die Frau sitzt hier. Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. So. Also die geht jetzt los. Sehr gut. Wir haben nicht mal die Unwahrheit gesagt. So, was will mir die Karte sagen? Achso, kaufe Bier, machen wir später. Und dann würde ich sagen, Kacke am Fenster, los geht's. Da wo kein Fenster ist. Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Frisst scheiße Deutschlinge, ihr Bastarde! Der Sohn kommt. Glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch, das wirst du mir büßen. Oh, Kampf. Gucken, ob ich noch was kann. Das nennst du kämpfen? Ja, ich würde sagen, das nennt man kämpfen. So, der erste Single hat sich hingelegt. Den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg. Oh, ich soll fliehen. Los geht's. Ich war's nicht. Gottes Willen, weg hier. Ich war's nicht. Okay, es scheint vorbei zu sein. Genug geflohen. Oh, der verfolgt mich immer noch. Ich will nicht, lass mich in Ruhe. Hab nichts gemacht. Aber ich muss ja eh Bier kaufen, von daher können wir gleich mal zu meiner Angebeteten laufen. Ich war's nicht. Okay, hat geklappt. Aufgabe abgeschlossen. Flieh vor dem Büttel. Kann man jetzt ein Bier holen. Trifft dich mit den Jungs bei Kunisch. Was soll ich denn dort? Komm gar nicht zum Bier kaufen. Ja,
Wenn die Musik zu laut ist, schreibt es einfach mal in die Kommentare, sagt mir Bescheid. Ich habe sie extra schon runtergestellt. Wo sind die denn? Hä? Sind da Schweine oder was? Hier ist der erste. Ach, da sind die anderen. Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Gut, dass uns Johanka gewarnt hat. Das kreuzbrave Mädel. Ein Wunder, dass sie uns den Büttel nicht auf den Hals gehetzt hat. Sie muss Matthias gesehen haben. Was genau meinst du? Weil er auf sie steht. Und ich glaube, er gefällt ihr auch ganz gut. Schnauze, du Holzkopf. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. So. Nicht nur, dass ich Hunger habe. Aber das machen wir dann später. Jetzt kaufen wir auf jeden Fall das Bier. Ist ja auch noch was zu essen? Ne. Sieht nicht danach aus. Da ist sie, unsere Bianca. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du? Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier für Vater, genau. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Mm. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Baniek? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Hm. Okay, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Okay, oder wir haben diese Ritterschnaps, dann können wir spontan machen. Okay, das finde ich gut. So, sie hat nichts mehr für uns. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Dann gucke ich jetzt erstmal, dass ich ein bisschen meinen Hunger sättigen kann. Das machen wir gleich. Wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn wir dem Vater endlich sein Zeug endlich bringen, das Schwert mit herstellen für den Herrn Ratzig, dem Lehnsherrn. Und ja,
Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es bisher findet. Und wenn ihr das alles noch nicht gemacht habt und aber nichts mehr verpassen wollt, dann gebt ein Abo dazu. Ich freue mich. Bis dahin, ich sage tschüss, macht's gut.